Und genau. Ja, wie gesagt, Freimodus haben wir jetzt hier noch. Da können wir halt jede Karte auswählen, das ist ja auch ganz nett. Der Versus-Modus ist auch nicht schlecht, aber wir haben den Pro-Modus. Dann haben wir hier Top-Resultate 100. Schlage 100 Feinde so schnell du kannst. Können wir mal ausprobieren aus Just for Fun. Probiere ich sie jetzt einfach mal aus. Wir machen es einfach mal aus Just for Fun. Wahrscheinlich der tausendste Gegner ist Lubo. Ja. Klar, sie hat jetzt keine Unmengen von Reichweite, ne? Ah, Mist, da haben wir schon gleich Lubo. Ja,
Aber sehr schwache Form von Lubo. So, etwas über ein Fünftel haben wir schon mal. Ja, ich wollte sie einfach mal zeigen. Ja, deswegen spiele ich mit ihr. Einfach mal zum Zeigen. Ich weiß leider nicht, wer sie ist. Würde mich interessieren. Und es gibt halt noch einen zweiten. Oder zweiter. Ich weiß es gar nicht. Welches Geschlecht die hat. Werden wir auch mal gucken, dass wir die auch freischalten, ne? Aber die kann man dann halt leider auch nur für, nicht für die Kampagne spielen, was sehr schade ist. Wäre interessanter, die als Kampagne mal zu sehen. Oh, Dong Su ist der nächste, okay. Hey, den Schlimmsten haben wir ja eigentlich schon. Lubu. Na gut, wir haben da eigentlich gerade schon gestartet, also
Es wird immer, kommt immer im Kreis. Na Gott, 400 haben wir jetzt schon. Bogen. Weiß gar nicht, ob ich Bogen brauche. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass das immer nur so 530 Charakter, immer 40 Gegner sind, die du plättest. Dann geht's zum nächsten Areal. Wahrscheinlich sogar noch mit Recht zu haben. Dass immer 40 Charaktere sind. Ah, ja, super.
Ah, wieder Leo bei. Ja, das hier ist einfach nur eine reine Survival-Folge. Ich glaube, das andere werden wir auch gleich nochmal kurz spielen. Dann haben wir wirklich alles. Aber schon mal interessant zu wissen, dass es egal ist, welche Waffe man hat. Ja, aber ein Speerträger hat auf jeden Fall mehr Vorteile als mit einem Schwert. Wenn wir jetzt Kollege Lubu hätten, dann wäre hier auf jeden Fall schnell GG. Es wäre GG. Na gut, dafür müsste ich auf dem... Ah, schon wieder Lubu, okay. Das ist super nett, Alter. Na, seht ihr die Reichweite von Lubu einfach? Die Reichweite von Lubu einfach mega gut. Naja, 668 Gegner. Mehr ging leider nicht. War trotzdem ganz lustig. Game over. Nehmen wir mal Guan Yu für die Angriffszeit. Dann hoffe ich mal, dass die 100 Gegner auch relativ nah aneinander sind. Sonst blöd gelaufen. Ja gut. Ich spaß mir jetzt einfach mal. So, die Datenbank.
Wir haben Waffen. Leider von all von den meisten noch noch nicht die fünfte. Und Gegenstände fehlt mir, wie gesagt, nur noch ein. Offiziere. Ne, schade, so Dings steht auch nichts. Gucken wir mal. Chao Anmin, ein Neffe Chao Chaos. Während Chao Chaos kurz im Aufenthalt auf dem Wandschloss stellt er diesem die Frau des ehemaligen Schlossherrn vor. Dies führt zu Zhang Xios Überraschungsangriff, wobei es Chao Anmin nicht gelingt zu fliehen und getötet wird. Aha. Chao An, okay, der älteste Sohn Chao Chaos. Aha. Er steht da, dass sein Vater sein Pferd zur Flucht, er hat es keine Möglichkeit zu verdienen und verliert in der Schlacht sein Leben, okay? Taste. Aha. Okay, Chao Hong, ein Weiheoffizier und Bruder Chao Chaos. Ah, okay. Gemeinsam mit Chao Ren stellt er Chao Chaos Armee auf. Als einer der Hauptmitglieder der Weitruppe kämpfte er im ganzen Land für seinen Bruder. Nachdem Chao Pi den Thron bestieg, okay, arbeitete er sich zum obersten General der Wache und Kavallerie empor. Der erste Kaiser der Wei und zweiter Sohn Chao Chaos. Nachdem er den Thron der Zwei erringt, zwingt er den Kaiser zurückzutreten und stiehlt so dessen Krone. Er greift sowohl die Shu als auch die Wu an, jedoch mit wenig Erfolg, worauf er sich auf interne Politik konzentriert. Aha. Chao Ren ist der Bruder wieder von Cao Cao. Er war Nach der Schlacht um Chibi diente er als Verteidiger der Ying-Provinz und nahm Chao Pis Platz als Kavalierkommandant an. Okay. Chao Rui war der zweite Kaiser, interessant. In der Schlacht gegen die Shu und Wu verließ er sich stark auf Sima Ji und Cao Zhen. Erleichtert über den Tod zu Liang beginnt er den Bau vieler luxuriöser Paläste und schwächt dadurch die Wei sehr. Aha. Chao Xiu, Level Chao. Nach dem Tode Cao Chaos. Okay, Cao Fengs, Su Fengs, aha, okay. Chao Zhang ist dritter Sohn, interessant. Der Gelbbart verliehen. Während er das Überfall auf Han Song rettet er seinen Vater. Ach du Kacke. Cheng Yu. Ach, krass. Okay. Er stirbt. Interessant. Du Xing.
Das ist echt interessant, wie ausführlich die das denn schreiben, ne? Und von Huang Song getötet. Eieiei. Okay. Ach, interessant. Sie war zuerst mit dem zweiten Sohn von Yuan Shao verheiratet und Shao Pi nahm sie sich dann einfach, weil Yuan Shao ja getötet wurde. Ja, ist ja interessant. Ich lese jetzt, lese natürlich jetzt nicht alles so, ne? Sie wurde Liu Beis Frau? Okay. Interessant. Das ist interessant.
Ah, interessant. Ist schon interessant, so was mit den ganzen Leuten passiert, so, ne? Gegen die man jetzt auch viel oft gekämpft hat, ne?
Ja gut, das ist, glaube ich, jetzt nicht allzu interessant, was ich hier mache, aber... Ja gut, Leute, das war's. Das war Dynasty Warriors. Wie gesagt, wir werden das auf jeden Fall noch spielen, um bei jedem Charakter die vierte Waffe zu kassieren. Und um halt... So, sorry, musste mich gerade schrecken. Um Pang Tong und Sun Quan freizuschalten. Ja. Gucken wir mal, wann wir das machen. Und ja, bis dahin würde ich sagen, Leute, haut rein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.